Haben Sie schon von der Werner-Richard-Dr.-Karl-Dörken-Stiftung gehört? Nun, sie ist keine Stiftung der Firma Dörken, wie oft vermutet wird. Die Stiftung ist lediglich an der Dörken-Gruppe beteiligt. Werner Richard wurde 1916 in Hagen geboren. Er heiratete Margarete Dörken. Sie war die Tochter Dr. Karl Dörkens, Mitbegründer der Firma Dörken. Die Ehe blieb kinderlos. Ihr Vermögen stammte zum einen aus der Firmenbeteiligung bei Dörken und zum anderen aus Ersparnissen, zusammengetragen aus einem eher bescheidenen Lebensstil. Frau Stonzig, Sie haben Werner Richard noch persönlich kennengelernt. Wann war das und wodurch ist das passiert? Durch meine Tätigkeit bei der Ewald Dörken AG hatte ich auch mit den Aktionären des Unternehmens zu tun und so auch mit Werner Richard. Er hatte nach dem frühen Tode seiner Frau, einer Tochter des Mitbegründers Dr. Karl Dörken, deren Vermögen und somit auch ihre Anteile an der Dörken Firmengruppe geerbt. Ja, und wie kam es überhaupt zu der Idee, eine Stiftung zu gründen? Die Idee hatte er ganz allein. Er kam eines Tages zu mir ins Büro und berichtete mir über seine Absicht, eine Stiftung gründen zu wollen. Wir haben das natürlich alle sehr positiv aufgenommen und ich habe danach sehr häufig mit ihm über den eventuellen Stiftungszweck und den beabsichtigten Stiftungsnamen gesprochen. Ich denke, seine ganze Bescheidenheit und Zurückhaltung kommt dadurch zum Ausdruck, dass er dieser Stiftung ursprünglich nur den Namen seines Schwiegervaters Dr. Karl Dörken geben wollte. Erst nach einigen Gesprächen konnte er überzeugt werden, dass er gerade sein Name im Stiftungsnamen sehr wichtig war. So kommt es zu diesem etwas längeren Namen. Leider konnte Herr Richard die volle Aktivität seiner Stiftung nicht mehr miterleben. Er verstarb im Dezember 1987 und die Stiftung erhielt die offizielle staatliche Genehmigung im Mai 1988. Das ist ja jetzt schon mal einige Zeit her. Schönen Dank, Frau Stronzig. Seine Stiftung aber lebt. Sie ist bis zum heutigen Tage ein Segen für unsere Stadt Herdecke, aber auch für Westfalen. Werner Richard hat über seinen Tod hinaus Zeichen gesetzt. Doch wo können wir das Wirken seiner Stiftung entdecken? Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Förderung des Kulturlebens, insbesondere der Musik. Die Stiftung veranstaltet rund 25 Konzerte pro Jahr. Kammermusik, Weltmusik und Jazz im Werner-Richard-Saal in Herdecke. Dieser wurde 2001 eingeweiht und ist zu 100% privat finanziert. Die Stiftung vergibt jährlich rund 10 Stipendien an talentierte Musikerinnen und Musiker. Darüber hinaus wird auch die Musikschule Herdecke, JEKI, der internationale Schubert-Wettbewerb in Dortmund sowie Chöre und Orchester der Region gefördert. Neben der Förderung der Musik liegt es nahe, sich auch mit den bildenden Künsten auseinanderzusetzen. Seit 1994 erwirbt die Stiftung zeitgenössische Werke, die sich dem Phänomen Farbe widmen. Die Bilder werden dann benachbarten Museen als Dauerleihgabe überlassen. Davon unabhängig kauft die Stiftung auch Bildwerke regionaler Künstlerinnen und Künstler.
Mit dem Bau der Dr. Karl-Dörgen-Galerie 2010 setzt die Stiftung einen zweiten Akzent in ihre Kulturförderung. Frau Professor Habich, Ordinarius in Dortmund für Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, und Michael Bockemühl war Professor an der Universität Wittenherdecke für Kunstwissenschaft, Ästhetik und Kunstvermittlung. Die beiden, die von so unterschiedlichen Positionen kamen, waren sich in der Beurteilung von Qualität der uns zum Ankauf vorgeschlagenen Bilder unheimlich schnell einig. Anna Richard hat sich um Westfalen und damit um Nordrhein-Westfalen verdient gemacht. Hierfür gebühren ihm unser aller Dankbarkeit und Erinnerung. Bei dieser Arbeit geht es um Assoziationen der Farben oder Assoziationen, die wir mit diesen Farben verbinden. Farben haben immer eine gewisse Bedeutung. Das ist die Farbsemantik. Und ich denke, bei dem Thema Rot haben wir alle sehr viele Ideen. In Herdecke wurden vor allem die beiden Pfarrkirchen bei den notwendigen Restaurierungen unterstützt. 2004 musste das gesamte Glockengeläut der Stiftskirche erneuert werden. Eine Glocke spendierte die Stiftung. Aber auch viele andere Denkmäler in der Umgebung profitieren von Fördergeldern. Die Stiftung fördert an der Uni Wittenherdecke das Studium Fundamentale. Seit 2004 gibt es den Werner Richard Dr. Karl-Dörken-Lehrstuhl für Phänomenologie der Musik. Außerdem wird die Alternativmedizin im Rahmen der Krebsforschung gefördert. Dr. Karl Dörken hat sich als Förderer von Jugend und Sport ausgezeichnet. Die Stiftung folgt diesem Vorbild und bezahlt zum Beispiel Boote, bezuschusst Sportanlagen und Training. Sind Sie dann auch überrascht, dass es ein jährliches Tennisturnier um den Werner-Richard-Pokal gibt? Oder den Förderpreis für besonders engagierte Realschüler oder Talentwochen des Gymnasiums? Ja. Wer fördert dieses Projekt? Ja, die Talentwochen, die können nur zustande kommen dank der engagierten Unterstützung der Werner Richard Dr. Karl-Dörken-Stiftung und der Herdecker Bürgerschaft. Im sozialen Bereich setzt die Stiftung zwei Schwerpunkte. Erstens die Besuchsdienste in den Seniorenheimen des GVS und zweitens die Förderung des Werner Richard Kollegs der Evangelischen Stiftung in Vollmarstein. Auch hierbei hat die Förderung überzeugende und gute Ergebnisse gezeigt. Die Stiftung lebt. Kuratorium und Vorstand sehen ihre Arbeit im Dienste des Vermächtnisses Werner Richards. Sie bemühen sich, die Mittel in seinem Sinne einzusetzen, damit Talente eine Chance haben und Werte der Heimat auch für spätere Generationen erhalten bleiben.